Guten Morgen. Eigentlich beginnt jeder Morgen bei mir gleich. Ich wache durch meinen Wecker auf, drücke ihn aus und drehe mich dann nochmal zur Seite, bis er dann ein zweites Mal losgeht. So, und ab jetzt beginnt mein Tag. Wie man sieht, hänge ich hier im wahrsten Sinne des Wortes nur ab. Und um aufzustehen, muss ich mich einfach nur fallen lassen. Autsch! Mittlerweile habe ich das mit dem auf den Beinen aufkommen eigentlich ziemlich gut raus. Aber ab und zu passiert es mir nochmal, dass ich auf die Nase falle. Naja, ich bin ja noch ein frischer Vampir. Nach so einer Nacht kopfüberhängen, liegen meine Haare bestimmt total schief und krumm. Und um eine übliche Lockefrisur zu bekommen, brauche ich den hier. Das ist mein patentierter Locke-Schmalz-Spezialkamm. Nur mit diesem Kamm schaffe ich es, dass meine Frisur so wunderbar sitzt. Aber nur der Kamm reicht nicht. Zusätzlich brauche ich noch das hier. Haargel, super stark. Das schmiere ich mir jetzt erstmal auf den Kamm. Guten, ordentlichen Klacks davon. Und dann kann das Styling beginnen. Ich fahre mir damit ein paar Mal genüsslich durch die Haare. Und dann... Tada! Jetzt sitzt meine Frisur wieder richtig. Hoffe ich. Jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Dinge am Morgen für einen Vampir. Die Zahnpflege. Los, ab ins Bad. Das hier ist unser Badezimmer. Hier haben wir eine Badewanne und für jeden eine Zahnbürste. Na gut, dann will ich meine mal suchen. Mal sehen, wo ist sie denn? Hier unten? Nein? Nein? Okay, dann vielleicht oben. Ja, da ist sie ja. Das klingt vielleicht komisch, aber Zähneputzen ist für einen Vampir das Wichtigste. Schließlich müssen unsere Fangzähne ja blitzblank sein. Leider gibt es beim Zähneputzen immer ein Problem. Ich kann mich nicht im Spiegel sehen. Versucht ihr doch mal so Zähne zu putzen. Naja, keine Ahnung, wie es aussieht, aber ich hoffe einfach mal, es klappt. Oh, ich muss immer ein bisschen links hin. Ich bin rechts auch noch hin. Nicht nur ich vergessen, aber schon ordentlich. Okay, jetzt gurgeln nicht vergessen und ausspülen. Oh. Also, wie gesagt, Zähneputzen ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich sehe sie zwar nicht, ich hoffe einfach mal, dass sie strahlend weiß sind. Und nun zu meiner zweiten morgendlichen Herausforderung, dem Rasieren. Die meisten Vampire machen das ja so. Sie treffen sich paarweise und rasieren sich gegenseitig. Bei mir geht das nicht, denn ich bin hier der einzige Vampir auf dem Schloss. Darum versuche ich es einfach blind. Los geht's, erstmal ein bisschen Schaum auf dem Bart. Okay, das funktioniert schon mal. Zumindest den Schaum kann ich ja im Spiegel sehen. Und wenn der weg ist, soll die es geschafft haben. So, und jetzt ganz vorsichtig mit dem Messer drüber. Gut, das war's auch schon. Glatt wie ein Babypopo. Und nun? Ah ja, ist ja gut, Bauch. Man hört es schon. Ich habe Kohldampf. Ab in die Küche. Hier sind wir schon. Das ist unsere Küche. Hier kann man alles machen, was einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Hey Wolf, was brutzelst du dir gerade? Hey Wolf! Ach, du bist es, Locke. Was ich mir gerade zum Frühstück mache. Eine fette Fleischkeule natürlich. Yummy. Willst du etwas abhaben? Ich teile gern mit dir. Nee, du, lass mal. Ich esse ja kein Fleisch. Und eigentlich auch kein Gemüse. Macht mich das schon zum Vegetarier? Naja, aber wie auch immer, ein Vampir braucht nun mal kein Fleisch. Ob ich dadurch jetzt als Vegetarier zähle oder nicht, sei mal dahingestellt. Jedenfalls werde ich mir jetzt was zu essen besorgen. Schauen wir doch mal, was es im Kühlschrank gibt. Nein, nein. Igitt. Nein, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hä? Ich hätte schwören können, ich habe gestern Abend noch eine reingepackt. Ach, da ist sie. Yummy, meine Blutkonserve in null negativ. Da gönne ich mir doch gleich mal einen Schluck. Sehr, sehr lecker, kann ich nur sagen. Aber Frühstück ist ja auch die wichtigste Mahlzeit am Tag. Okay, genug Zeit vertrödelt. Jetzt geht's los. Ich will raus und die Welt genießen. Okay, bevor ich rausgehe, muss ich mir überlegen, was ich so anziehe. Immer nur ein Anzug und Frack tragen geht ja auch nicht. Darum habe ich mir diese Mäntel hier besorgt für jeden Anlass. Einen zum Ausgehen, einen für Feierlichkeiten, mein Alltagsmantel und ein Reiseumhang. Jeden Tag habe ich die Qual der Wahl, welchen ich mir wo anziehe. Tja, welchen nehme ich heute? Den Alltagsmantel oder mal was Schickes? Ach, ich glaube, ich bleibe beim Alltagsmantel. Nicht, dass der Schicke noch dreckig wird. Und der hier steht mir eh noch am besten. Okay, nach der Klamottenwahl geht's endlich nach draußen. Okay, die Welt steht uns offen. Und auch wenn man es nicht glaubt, Vampir zu sein hat einige Nachteile. Zum Beispiel kann ich nicht einfach ins Sonnenlicht gehen. Die Sonne würde mich verbrennen. Aber dafür habe ich das hier. Eine super starke Sonnenschutzcreme. Von Dammelgeil persönlich zusammengerührt.
Davon gebe ich mir einen fetten Klecks auf die Hand und creme mich damit ein. Nun bin ich bereit, ins Sonnenlicht zu treten. Und... tada! Und so sieht also mein Morgen aus. Hast du alles verstanden? Frankie, Zähne putzen. Hey, warte, Frankie, die gehört mir. Das ist meine Zahnbürste. Das ist also meine Morgenroutine. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie eure so aussieht. Und um mehr Videos von uns zu sehen, abonniert Pandido TV links oben auf dem runden Panda-Logo. Und wenn ihr direkt weiterschauen wollt, klickt auf eins der beiden Videos rechts im Bild. Also dann, macht's gut, Leute.